Passen Sie auf das Symbol des Beobachters auf. Drückt halten. Benutze doch mal deine irre Sägeklinge. Vielleicht findet sich so ein Weg hier heraus. Ja, okay. Kann's probieren. Aber auf da oben will ich eigentlich zielen. Na, kann ich denn nicht da nicht oben hin? Finde ich aber komisch. Hm. Mensch, 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 manchmal ist das aber auch. Ich habe da oben doch extra, da leuchtet es doch sogar, Mensch. Warum kann ich denn da nicht hinziehen? Ich ziehe doch schon da nach oben. Zieh doch schon da nach oben. Vielleicht schon weiter weg. Nö. Das ist doch echt für ein Arsch grad. Hm. Ich weiß, dass ich da oben irgendwas machen muss mit RS. Ah, lol. Muss mir natürlich jemand sagen, gedrückt halten. Oder stand es da und ich habe es überlesen. Vielleicht kann ich so dann sogar mehrere Ziele antreffen. Autsch. Andere. So. Kann ich dich eigentlich auch so finishen? Ja. Ach ja. Ein Magma-Finish. Was haben wir denn hier? Was war denn das? Aber ich kann. Ups. Ich kann da ja jetzt sowas hier machen. Ah. Vielleicht kann ich jetzt. Ah. Nee. Da hinten auch noch welche. Hat der hinten auch noch so Zeug da dran gepflastert. Klack. Ah. I see. So, und jetzt aber. Jetzt gelöst. Gratulation. Hm. Ich muss da nochmal was gegenschmeißen. Man muss es ja auch ausreichend üben, ne? Und bis man das mal begriffen hat. Da war's. Jetzt gelöst. Gratulation. Du bist ein Rätselmeister. Ach, da kann ich doch jetzt schon von hier aus. Klack, klack. Oh, schön. Ich kann jetzt hier drauf laufen. Kreuzklinge tränken. Die Kreuzklinge kann Energie von bestimmten Zielen übertragen. Drücken Sie RS zum Zielen und werfen Sie die Klinge mit RT auf eine Energiequelle. Das Erfassen mehrerer Ziele lässt Energie von der Quelle zu dem Ziel strömen. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich erstmal. Oh, warte mal. Ah! Warte mal, zuerst. Zuerst dahin. So, Feuer. Feuerico. Da kann ich Gegner damit anzünden. Das ist ja natürlich cool. Geht das auch mit anderen Energiequellen. So.
fliege da mal rüber, falls ich überhaupt hier rüber muss. Ich sage einfach mal, ich glaube, aber ich glaube auch, da unten war eine Truhe. Ein bisschen Lebensenergie könnte uns jetzt nicht schaden. So. Weiter geht's. Voll getankt mit schönen Sachen. Bist du weg? Du auch. Denn eigentlich möchte ich jetzt hier runterrutschen. Juhu! Wo sind wir denn jetzt? Kann ich von hier hinten das da treffen? Ja, schön. Erwischt. 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 Na, jetzt geht's schon kaputt. Geht doch. Numero uno. Treffe ich noch nicht. Jetzt aber. Mhm. Dann gehen wir mal hier rüber. Und dann muss ich das da treffen. Lang. Was ist denn nur los? Nein, nein, nein. Bleib hier. So, weggesägt. Ist hier noch eine gewesen? Nee. Dann liege ich da. Oh, eine Feuerbombe. Was ich damit wohl anstellen muss. Na, komm her. Dahin. Und nu? Wie komme ich jetzt dorthin? Oh, da ist ja noch was. Wahrscheinlich muss ich da dann rein. Hüpf. I got it! I got it! I got it! I got it, got it, got it! Oh, hier! Na, ja, lauf doch! So. Das ist wieder so eine Kristallklinge. Aber wir wissen ja schon, was wir mit der anzustellen haben. Zack. Kurz noch meine Nase eincremen. So, da kann es weitergehen. Da kann es weitergehen mit Dark Siders. Zack. Zack. Gleich im Duett hier. Echt, gerade wie Zelda. Das sind so Tempelrätsel eigentlich fast. Brauche ich die noch? Ich bin gerade am Überlegen, ob das Sinn macht. Nee, ich glaube, ich muss jetzt da unten das Ding wieder treffen, damit ich dort auf die andere Seite nämlich komme. Richtig. Schweben wir mal hier rüber. Yay, Seelen. Und was haben wir denn hier? Oder sowas. Aha. Jetzt verhalten die sich wie Stufen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Da hinten waren wir ja schon drinne. Hier rüber. Von hier kommen wir aber nicht, ne? Hier waren wir noch nicht. Nee. Oder? Doch. Hier waren wir schon. Aber ich habe jetzt das Kristallschwert. Wahrscheinlich müssen die in der Mitte mit den Kristallschwertern ausgestattet werden. Dann werde ich der erste mal ihr Kristallschwert geben. So. Mehr. Zack. Dann haben wir das schon mal.
So, also Norden waren wir schon drinnen, das merken wir uns. Dann werde ich jetzt mal hier reingehen. Klack. Hier waren wir noch nicht. Oh Gott. Wieder ein Rädchen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Also wir müssen zwei Räder drehen und da hinter dem Lava-Wasserfall ist das Schwert. Okay. Ich würde sagen, von hier, da kann ich runter, da ist eine Feuerbombe. Und da hinten. Aber ich kann ja. Ich kann ja. Oh Gott, wie komme ich denn? Was muss ich denn hier machen? Also ich kann auf jeden Fall die Dinger hiermit. Das macht wenig Sinn. Das macht wenig Sinn. Was haben wir denn hier unten? Da haben wir erstmal ein Artefakt. So fängt es ja schon mal an. Was holen wir uns jetzt erstmal? Artefakt Soldat. Diese alten Insignien wurden der Legion, den Legionen der Hölle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bringen Sie sie zu Wohlgrim, damit er sie dafür entlohnt. So, dann haben wir schon mal unser zweites Artefakt. Die Dinger hier muss ich scheinbar irgendwie kaputt machen. Sonst wären sie ja nicht da. Das schaffe ich mit den Bomben. Dann werden wir mal gucken, ob wir hier die Bombe am besten herkriegen. Hier ist eine. Aber das schaffe ich doch niemals bis dahin, oder? Inaktives Bombengewächs. Ah, cool. Nehmen Sie sich diese inaktive, klebrige Bombe und werfen Sie sie auf Objekte und Feinde. Durch Feuer kann sie ausgelöst werden. Na, wenn ich nicht gerade in die Lava falle und da schon die Bombe eigentlich direkt mit Feuer tränken möchte, dann würde das auch gut klappen. Hm. Okay, aber das ist interessant, dass wir hier inaktive Dinger haben. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Und es ist auch gut zu wissen, dass ich keine Flügel habe und nicht doppelt springen kann, während ich etwas trage. Wo habe ich denn eine Fackel? Ach, da ist ja eine Fackel. Zack. Oh. Irgendwas ist passiert. Was passiert ist, weiß ich aber noch nicht. Irgendwas hat sich so ein bisschen gedreht, glaube ich. Aber wo komme ich, wie komme ich denn jetzt hoch? Hier bestimmt lang. Hüpf, hüpf. Hochhüpfen, hochhüpfen. Und rüber. So. Was haben wir jetzt hier? Ein Schalter. Was ist jetzt passiert? Ey, 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 ey. Was soll denn das jetzt? Dreht sich einfach ohne mich. Okay, es dreht sich aber auch wieder weiter. Mhm. Also muss ich schnell rauf. Oh, 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 oh. Das dreht sich jetzt die ganze Zeit. In Intervallen. Aha. Bombe. Renn, lauf, lauf. Oh, Mist. Naja, egal. Lauf, lauf. Ist das lustig? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt reicht. Ich glaube, ich gehe nochmal hier hin. Ich hole nochmal so eine Bombe. Und rein theoretisch, da ist auch so ein roter Klotz gewesen. Den ich. Ups. Vielleicht kann ich ja hier und dann dort. Oder? Nö. Nee. Das funktioniert nicht. Ich nehme nochmal so eine inaktive Bombe mit.
und werde die kurz darüber bringen. Zack. Und... Ach, komm schon. Das wird doch nicht, mich hier mit